Ein guter Kaffee und ein leckeres Frühstück. Im Heidelberger Café Nomad erscheint fast alles schon wieder ganz normal. Doch schaut man auf die andere Seite des Cafés, wird klar, hier wird improvisiert. Die Gäste von Suna Aslan sitzen auf der Straße. Da, wo vor kurzem noch Lieferwagen geparkt haben, wird nett miteinander geplaudert. Also seit Corona, wie bei allen anderen Gastronomien auch, haben wir bestimmte Auflagen zu erfüllen. Uns sind sehr, sehr viele Sitzplätze weggefallen. Ein Café von uns ist komplett geschlossen. Das zeigt sich natürlich im Umsatz, klar. Aber auch in der Tatsache, dass viele Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Und jetzt durch die Ladezone, die wir jetzt bestuhlen dürfen, können wir wieder ein Stück in Richtung Normalität gehen, den Umsatz wieder hochfahren und auch viele der Mitarbeiter zurückholen und aus der Kurzarbeit holen. Darüber sind wir sehr glücklich. Die neuen Plätze auf der vorherigen Ladezone haben die Stadt Heidelberg ermöglicht. Es ist eine Ausnahme, um fehlenden Einnahmen durch die Corona-Krise entgegenzuwirken. Auch die Stadt Speyer unterstützt ihre Gastronomen. Das Café Schlosser darf die ungenutzte Außenfläche vom Nachbarn mitbenutzen. Heute stehen die Tische zwar noch leer, in den kommenden Wochen aber erwartet Speyer wieder mehr Touristen. Mehr Plätze haben wir keine, sind exakt die gleichen Tischanzahl und die gleichen Plätze wie vorher, wie im Mindestabstand, also ist genau die Größe von Freisitz, wo man vorher auch hat. Erstmal bis Ende Juli kann Besitzer Torteile mit den zusätzlichen Tischen rechnen. In Heidelberg hingegen gilt die Regelung bereits jetzt bis Ende des Jahres. Bei den Gästen kommen die Straßenplätze gut an. Ja, also ich finde es sehr angenehm, dass es jetzt anders ist als bisher vor Corona, weil man jetzt viel mehr Platz hat zum Draußensitzen. Und ich persönlich sitze erstens gern draußen und zweitens haben wir auch manchmal Freunde mit Kindern, mit denen wir hier sind, und das ist angenehmer einfach. Normalerweise stören mich die Autos, aber im Moment ich wirklich jetzt nie so richtig gemerkt, und der Tee schmeckt in der frischen Luft sowieso immer besser und wenn die Sonne scheint, noch viel mehr. Also ich wusste nicht, bis du jetzt gesagt hast, dass es hier ein Parkplatz ist. Deswegen war das eigentlich jetzt ganz normal, dass wir hierher kommen. Und jetzt sehe ich, dass wir hier eigentlich auf der Straße sitzen. Auf der Straße sitzen. Was man sonst keinem wünscht, ist hier wegen Corona zur gut angenommenen Übergangslösung geworden. Die Sorgen für die Zukunft aber bleiben. Erleichtert bin ich noch nicht ganz, weil das ist noch nicht das Ende und wir müssen auf jeden Fall schauen, wie sieht die Situation dann im Herbst und zum Winter aus, wenn es eben nicht mehr möglich ist, draußen zu sitzen. Die Heidelberger Gäste denken da heute noch nicht dran. Kein Wunder bei diesen Leckereien im Freien.